In diesem Video werde ich meinen komplett neuen und mega einfachen GTA 5 Online Solo Money Glitch ohne alles zeigen, der auf allen Plattformen funktioniert und ja, wirklich extrem einfach ist. Ich denke mal, jeder von euch wird das Ganze ohne Probleme nachmachen. Ich nehme das ganze Video hier gerade genau am 6.01.2023 auf. Wenn ihr das Video heute oder in den nächsten Tagen seht, wird das Ganze auf jeden Fall noch funktionieren. Bevor wir jetzt aber anfangen, falls ihr derzeit noch auf der Suche seid nach einem extrem günstigen Unlock-All-Account oder Money-Booster, sprich Geld und Level für euren eigenen GTA-Charakter, komplett egal ob für PS4, PS5, Xbox One oder PC, dann checkt jetzt mal den allerersten Link in der Videobeschreibung ab. Da kommt ihr nämlich zu meinem Partner und da gibt es wie gesagt deutschlandweit die günstigsten Unlock-All-Accounts, Money-Booster, gemoddete Outfits, gemoddete Fahrzeuge und so weiter. Und wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, sind die Preise extrem günstig, denn derzeit läuft noch der Weihnachts-Sale, wo ihr 20% mehr Geld auf eure Bestellung bekommt. Bedeutet, wenn ihr euch zum Beispiel 100 Millionen GTA-Dollar für euren Account kauft, dann bekommt ihr nicht 100 Millionen, sondern 120 Millionen. Und diese 20 Millionen bekommt ihr einfach so geschenkt, kostenlos dazu. Und zusätzlich dazu, wenn ihr am Checkout noch den Rabattcode CASER, also C-A-S-E-R, wenn ihr diesen Rabattcode am Checkout noch eingebt, bekommt ihr nochmal 20% Rabatt auf eure komplette Bestellung. Zusätzlich dazu habt ihr auch extrem viele Zahlungsmethoden, wie zum Beispiel PaySafeCard, Sofortüberweisung, Visa, Mastercard, Klarna und so weiter. Und Loot4Games hat über 6300 positive Bewertungen auf Trustpilot, also die deutschlandweit günstigste und sicherste Seite, die es überhaupt gibt. Im Hintergrund seht ihr auch ein paar Bewertungen und falls ihr da jetzt Interesse habt, checkt das Ganze gerne mal ab. Allererster Link in der Videobeschreibung und mit dem Rabattcode CASER, C-A-S-E-R, spart ihr nochmal 20% auf eure komplette Bestellung. Und außerdem, falls ihr neu vom Kanal seid und davon noch nichts mitbekommen habt, ich habe derzeit auch noch ein Gewinnspiel am Start, das nur im Januar läuft, denn ich verlose für euch insgesamt 3 Money Booster mit 1 Milliarden GTA-Dollar. Bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, für euren eigenen GTA-Charakter 1 Milliarden GTA-Dollar zu bekommen, komplett egal, auf welcher Plattform ihr spielt, also PS4, PS5, Xbox oder PC, komplett egal. Wenn ihr teilnehmen wollt, müsst ihr einfach nur diesen Kanal hier abonnieren, dazu die Glocke aktivieren, diesem Video hier ein Like geben und dazu ein nettes Kommentar in die Kommentare schreiben mit eurem PSN, Xbox One oder PC-Namen. Und mit etwas Glück habt ihr auch schon Ende Januar dann gewonnen und ich würde sagen, fangen direkt an mit dem eigentlichen Video. So, und zwar, was ihr zuerst mal macht, ist ganz einfach. Und zwar geht ihr in irgendeine GTA Online-Sitzung, dort drückt ihr die Optionstaste, geht auf Option und dann stellt ihr eure Spielersuche einmal auf geschlossen und euren Spawnpunkt einmal auf letzter Ort. Sobald ihr das Ganze gemacht habt, geht ihr einmal in den Rockstar Creator bzw. in den Editor. Und sobald ihr im Editor bzw. Rockstar Creator dann angekommen seid, drückt ihr dort einmal die Optionstaste, geht dann einmal auf Online, dann geht ihr einmal runter auf GTA Online spielen und dann geht ihr einmal auf geschlossene Freundessitzung und startet so einfach einmal eine geschlossene Freundessitzung. Und sobald ihr das gemacht habt, braucht ihr jetzt 1 bis 2 Vorbereitungen. Das sollte aber wirklich jeder von euch haben, also selbst ein Anfänger. Und zwar braucht ihr einmal eine Garage. Dabei ist es komplett egal, ob 10, 6 oder 1er Garage, beziehungsweise eine 1er gibt es ja gar nicht, sondern eine 2er. Also es kann wirklich jede Garage sein, es ist egal. Ihr seht, wenn ihr hier mal auf der Seite guckt, wo man Garagen kaufen kann, es gibt auch Garagen für 0 GTA-Dollar. Also das ist wirklich kein Hindernis, das sollte wirklich jeder haben. Hier seht ihr das, 0 Dollar. Ihr braucht also wirklich irgendeine Garage. Wenn ihr jetzt irgendeine Garage am Start habt, braucht ihr noch ein bestimmtes Auto. Und zwar geht ihr dazu einmal hier auf San Andreas Superautos, dann auf Geländewagen und dann geht ihr hier einmal auf Vapid Sand King XL. Den müsst ihr aber nicht mal kaufen, sondern den könnt ihr auch einfach klauen. Der fährt nämlich überall in der Wüstenregion einfach so rum. Und den stellt ihr jetzt in eure Garage, wo ihr den Glitch machen wollt. Und wenn ihr die beiden Sachen gemacht habt, könnt ihr direkt anfangen. Dann lauft ihr jetzt einfach in die Garage rein, wo ihr das soweit vorbereitet habt. Ihr seht, so wie bei mir, ich habe jetzt hier eine Garage und der Vapid Sand King XL ist da drin. Die anderen Autos könnt ihr einfach ignorieren, die sind nicht relevant. Und sobald ihr das soweit vorbereitet habt, geht ihr hin, drückt die Options-Taste, geht auf Online, dann auf Jobs, Jobs spielen, von Rockstar erstellt, dann einmal auf Mission und dann geht ihr etwas runter auf die Mission Hackerangriff. Die ist etwas weiter unten, hier seht ihr das, Hackerangriff. Diese Mission braucht ihr einfach einmal und sobald ihr die Mission gefunden habt, startet ihr sie einfach einmal. Hierbei müsst ihr auch wirklich nichts einstellen oder sonstiges, sondern einfach die Mission ganz normal starten, so wie ich das mache. Einstellung bestätigen, dann auf Spielen
und dann das Ganze einfach einmal starten, so wie ich das mache. Jetzt steigt ihr ganz einfach einmal in den Webbit SendKing XL ein und fahrt damit einfach einmal raus. Und sobald ihr das soweit gemacht habt, müsst ihr jetzt einmal die gleiche Route fahren, die ich auch fahre. Also am besten fahrt ihr einmal dorthin, wo ich gerade bin und fahrt mir jetzt ungefähr nach. Also es muss nicht 1:1 sein, aber ihr solltet ungefähr den gleichen Weg fahren, wie ich jetzt fahre. Und zwar einfach hier einfach über den Hügel rüber und dann einfach weiter, so wie ich es mache. In der Zwischenzeit könnt ihr auf jeden Fall gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, falls ihr das Ganze noch nicht gemacht habt. Denn ich lade immer mindestens einmal die Woche für euch einen neuen Money Glitch hoch, womit ihr dann extrem viel Geld in GTA Online machen könnt. Außerdem werde ich auch, sobald GTA 6 kommt, für euch GTA 6 Glitches hochladen. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und sobald ihr jetzt kurz vorm Gefängnis seid, müsst ihr links fahren. Also ihr fahrt ungefähr bis zum Gefängnis. Hier ist gleich so ein Weg und dort fahrt ihr links. Und jetzt sollte gleich ein voll aufgetuntes Auto spawnen. Wenn das bei euch nicht spawnt, bei mir ist es jetzt auch nicht gespawnt, das ist manchmal so, dann fahrt ihr einfach nochmal zurück, also einfach ein Stück zurück und ungefähr auf der Höhe von diesem Supermarkt hier dreht ihr um, fahrt wieder zurück und dann sollte es auch da sein. Also eigentlich spawnt es first try, aber es kann auch passieren, dass es erst beim zweiten Versuch spawnt. Aber jetzt seht ihr, bam, hier ist das ganze Auto jetzt am Start und das können wir jetzt einfach so einsammeln. Das ist komplett voll aufgetuned, also hat wirklich alles maximales Tuning und das könnt ihr für extrem viel Geld verkaufen. Es gibt hier viele verschiedene Varianten. Es gibt einmal ein gelbes, das kostet, glaube ich, im Verkauf ungefähr 50.000. Dann gibt es dieses blaue, das kostet über 100.000 im Verkauf. Dann gibt es noch ein grünes und ein rotes. Und die sind noch teurer. Das grüne kostet, glaube ich, 150.000. Das rote fast 200.000. Jetzt stellt euch das einfach in die Garage rein. Und sobald ihr das in der Garage habt, seht ihr, ihr habt einmal euer Originalfahrzeug und einmal das voll aufgetunte. Jetzt könnt ihr euch entweder eure komplette Garage damit vollballern. Also ihr könnt euch die komplette Garage damit vollstellen. Ihr müsst einfach zurückfahren. Oder wenn ihr sagt, okay, es reicht mir erstmal, dann könnt ihr auch einfach den Job jetzt verlassen. Und sobald ihr den Job verlassen habt, werdet ihr sehen, ihr werdet wieder in einer ganz normalen Sitzung spawnen und in dieser Sitzung werdet ihr dann sehen, dass euer voll aufgetuntes Auto dann immer noch in eurer Garage steht und dann könnt ihr einfach zum nächstgelegenen Los Santos Customs laufen und das Fahrzeug dort einmal verkaufen. Das werdet ihr jetzt sehen. Ich steige jetzt ein, zack, fahre einfach raus und fahre jetzt zum nächstgelegenen Los Santos Customs und kann das Fahrzeug jetzt hier für extrem viel Geld verkaufen. Und das war es eigentlich auch schon gewesen. Ich würde euch natürlich persönlich empfehlen, macht eure komplette Garage damit voll. Wenn ihr eine 10er Garage habt, macht ihr 10 Fahrzeuge rein, habt ihr über 1 Million GTA-Dollar, wenn ihr die alle verkauft. Ihr seht das jetzt, bam, ohne Probleme. Und wenn ich jetzt so verkaufen gehe, zack, seht ihr über 100.000 GTA-Dollar, kann ich das Ganze jetzt hier ohne Probleme verkaufen. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.